Top Agrarpraxistest. EOM VibroCat. Für jede Einsatzbedingung das richtige Modul. Das verspricht der Hersteller EOM für seinen VibroCat. Verschiedene Nachläufer und Tiefenführungsmodule ergänzen das Programm. Wir konnten das Gerät eine Saison lang testen. Technikredakteur Florian Tastove zeigt die Besonderheiten des Geräts. Moin zusammen. In diesem Jahr testen wir ein ganz besonderes Bodenbearbeitungsgerät, und zwar den VibroCat von EOM Agrotech aus Baden-Württemberg. Das Besondere an diesem Bodenbearbeitungsgerät ist, dass wir das Bearbeitungsfeld tauschen können. Wir haben hier zum Beispiel ein Spiralfederzinkenfeld, gibt aber auch Federzinkenfeld oder auch eine Scheibenegge sogar. Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, verschiedene Tiefenführungswerkzeuge vorne einzubauen oder auch hinten den Nachläufer zu wechseln. Die Details zeigen wir euch jetzt mal. Der Grundrahmen mit der Walze, es bleibt immer auf einer Position. Das Bodenbearbeitungsfeld ist über einen Parallellenker, eine Parallellenkerkonstruktion mit dem Grundrahmen verbunden. Dieser wird hydraulisch bewegt, sodass das Bodenbearbeitungsfeld parallel zum Grundrahmen in der Höhe einstellbar ist. Wie gesagt, die Walze ist hinten starr, sodass ich am Oberlenker und an den Unterlenkern an der Höhe bei einer Verstellung der Tiefe nichts ändern muss. Dementsprechend haben wir hier vorne auch Tasträder, die ein einziges Mal eingestellt werden müssen bei vorherrschenden Bodenbedingungen. Und die Arbeitstiefe stellt man dann nur noch über den Hydraulikzylinder ein. Die Bodenbearbeitungsfelder lassen sich tauschen. Hinten an dem Parallellenker sind offene Haken. Vorne verriegelt man das Ganze mit je zwei Bolzen. Dadurch kann man eben verschiedene Arbeitsfelder einbauen. In unserem Test haben wir insgesamt drei verschiedene Felder. Einmal hier dieses Spiralfederzinkenfeld mit 11 Zinken. Dann ein Federzinkenfeld mit 24 Zinken und ein Scheibenengenfeld. Beim Spiralfederzinkenfeld haben wir insgesamt sogar drei verschiedene Schare zur Auswahl. Montiert sind aktuell Gänsefußschare. Wir haben aber auch ein 80er Schar und ein 40er Schmalschar. Die Walze lässt sich auch relativ schnell tauschen. Hier sind zwei Fangtaschen und eine Schraube verriegelt die Walze auf jeder Seite. Wir haben jetzt hier eine Federbandwalze. Zusätzlich auch noch eine Sterncracker-Walze, die wir hier auch mit ausprobieren. Hier haben wir den optionalen Striegel montiert. Bei uns in einer zweireihigen Ausführung, den gibt es auch in einer einreihigen und in einer dreireihigen Variante. Der Striegel lässt sich hydraulisch klappen, sodass ich auf der Straße doch deutlich kürzer baue. Wir haben den VibroCat schon mit allen drei Arbeitsfeldern im Frühjahr zur Gülle- und Zwischenfruchteinarbeitung eingesetzt. Unsere Erfahrung dazu seht ihr jetzt. Das Spiralfederzinkenfeld mit drei Balken hat 11 Zinken und damit einen Strichabstand von 26,7 cm. Die Federn der Dimension 30 x 30 mm lassen sich mit 320 mm Gänsefußscharen, 80er Meißelscharen und 40er Schmalscharen bestücken. Mit den Gänsefußscharen konnten wir auf der Getreidestoppel eine minimale Tiefe von 5 cm erreichen. Mit längeren Walzenträgern wäre auch weniger möglich. Einebnungswerkzeuge hatte das Gruberfeld keine. Doch wirklich gefehlt haben uns diese nicht. Mit den 80er Scharen arbeiteten wir vorrangig Gülle ein. Die Arbeitstiefe bei diesem Einsatz lag bei ca. 15 cm. Der Mischeffekt war dabei ordentlich. Die Randscheiben ebneten Dämme ein. Zur Grundbodenbearbeitung kamen die 40 mm breiten Schmalschare zum Einsatz. Hiermit konnten wir bis auf 23 cm Tiefe arbeiten. Der Zugkraftbedarf geht dabei in Ordnung.
Die Federzinkenegge erreichte auf der Getreidestoppel die geringste Tiefe von 2 bis 3 cm. Die Gänsefußschare haben eine Breite von 180 mm. Die 24 Zinken sind auf 5 Balken verteilt. Der Strichabstand liegt bei 12,5 cm, der Balkenabstand bei 37 cm. Auf Flächen mit langer Organik kommt das Federzinkenfeld an seine Grenzen. Die Scheibenegge war mit 1140 Kilogramm das schwerste Modul im Test. Zusammen mit dem Grundrahmen, mit Striegel und der Federbandwalze kommt der Vibrocat dann auf ein Maximalgewicht von 2360 Kilogramm. Da benötigt man schon ein ordentliches Frontgewicht. Die insgesamt 22 Scheiben mit einem Durchmesser von 500 mm kommen auf eine Arbeitsbreite von 2,89 Metern. Die Scheiben sind einzeln aufgehängt und mit Gummiwülsten gegen Überlast gesichert. Die beiden Scheibenreihen lassen sich hydraulisch gegeneinander verschieben. Die Arbeitsposition stellt man mit Aluclips ein. Die Randelemente sind über je eine Gewindespindel mit dem Hauptrahmen verbunden. Sie bewegen sich beim Verschieben nicht mit. Für die Straßenfahrt muss man die Spindeln etwas eindrehen. Teils erzeugte die hintere, äußere Scheibe eine Furche. Wir montierten deshalb anstatt einer 500er eine 460er Scheibe, um ein ebeneres Arbeitsbild zu erhalten. Das reduziert dementsprechend die tatsächliche Arbeitsbreite. Im Test war hinter der Scheibenreihe ein Striegel montiert. Wir würden auf den Striegel zwischen den Scheiben verzichten. Die Federbandwalze hat 14 60 mm breite Ringe. Diese liegen in 4 offenen Haltern. Zwischen den 55 cm großen Ringen sind Abstreifer montiert, welche auch den Boden einebnen. Die 510 kg schwere Walze hat kurze Aufnahmerohre. Dadurch lässt sich die Walze nur schwer in die Aufnahmetaschen einhängen. Wir haben das meist mit einem Lader gemacht. Längere Aufnahmerohre gibt es optional. Ist der Boden feucht und locker, kann die Federbandwalze schon mal verstopfen. Ansonsten liefert sie ein gutes Arbeitsbild ab. Die doppelte Sterncracker-Walze wiegt 515 Kilogramm. Die Walzen haben einen Durchmesser von 40 und 37 cm. Der Achsabstand beträgt 28 cm. Auf den Tragrohren sind 25 x 25 mm große Vierkantstähle geschweißt. Die zweite Walze ist gefedert aufgehängt. Der Auflagedruck lässt sich einstellen. Auf schwerem und festem Boden läuft der Nachläufer ordentlich. Auf leichten Böden hingegen versinken die Walzen. Der Umbau geht mit den langen Aufnahmerohren gut. Die Tasträder lassen sich vorne am Grubber anflanschen. In der Höhe lassen sie sich verschrauben. Da man zur Tiefenänderung die Räder meist nicht einstellen muss, geht das in Ordnung. Alternativ gibt es jedoch auch eine Spindelverstellung. Die 195er Reifen sind für trockene und feste Bodenbedingungen gemacht. Beim Stoppelsturz leisteten sie gute Arbeit. Die Frontwalze lässt sich ebenfalls vorne am Grubber anflanschen. Die Höhe wird mit zwei Spindeln eingestellt. Die 400er Winkelstabwalze ist gedrillt ausgeführt und 2,92 Meter breit. Sie tastet den Boden ganzflächig ab. So tauchen die Zinken auch bei Fahrspuren nicht tiefer in den Boden. Nur unter sehr feuchten, klebrigen Bedingungen kam die Walze zum Stehen. Ansonsten machte sie eine gute Arbeit. Wer den Grubber ohne Nachläufer fahren möchte, sollte zur Frontwalze greifen. Der Striegel lässt sich mit, aber auch ohne Nachläufer einsetzen. Das gefiel uns gut. Die zweireihige Anordnung verteilt Stroh ordentlich. Auf schüttfähigem Boden machte der Striegel zudem ein schönes Finish. Möchte man den Striegel nicht einsetzen, lässt er sich einfach hochklappen. Zudem verringert das die Baulänge im Straßenverkehr deutlich. Unser Fazit?
Mit dem EOM VibroCAD hat man schier unendlich viele Möglichkeiten der Kombination von Werkzeugfeldern, Nachläufer und vordere Tiefenführungswerkzeuge. Wer das Potenzial ausschöpfen möchte, sollte auf jeden Fall eine hydraulische Tiefeneinstellung bestellen und einen hydraulischen Oberlenker am Traktor haben. Das Gerät mit Grubberfeld, Striegel, Beleuchtung und Federbandwalze kostet 13.175 Euro. Weitere Infos und die Preise der einzelnen Module finden Sie in der Topagrar-Ausgabe 1 2024.